لا اسمع اسمع، دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات صلاة تراويح ان جماعة جبيت مت صحابة ان دي لسن تسين ليشتن في رمضان تزوت عمر هات نيش نويس كبرخ سويتنس دي صحابة هابن ان دموشي جبيت تسوت سايت فون عمر اوخ ان جروبن او دا اينسل ان جروبن او دا اينسل عمر وسط عمر جمخت اي هات دي لوتي جزاملت نوا weil das nicht mehr Pflicht wird. Deshalb, die hat nicht Neues gebracht. Und die hat kein Bid'ah gemacht. Die sagen dir, aha, warum liest ihr den Koran? Und es gibt Punkte im Koran, es gab nicht zur Zeit von Propheten. Und der Koran, es gab kein Fatha und Kasra und Dhamma im Koran. Und ihr macht das und Schulen und so weiter. Mit Koran, Fatha und Dhamma und Kasra und Punkte, die Sahaba haben das bestätigt. Und wenn die Sahaba Konsens haben, dann ist das Religion für uns. Das wird, wir haben Beweis. Aber trotzdem, das hat mit Bid'ah nichts zu tun, dass man den Koran mit den Punkten hat und Fatha und Dhamma, weil das eine Hilfestellung ist, damit die Muslime ihre Religion besser verstehen und den Koran besser lesen. Das hat mit Bid'ah an sich selbst nichts zu tun. Das ist das Erste. Zweitens, diese Leute kommen mit einem Argument und die sagen, wenn die Muslime etwas gut heißen, dann ist das gut. Oder gut finden, dann ist das gut. Und wenn sie das als schlecht bezeichnen, dann ist das schlecht. Ja, das ist von Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu gesagt. Sie sagen hier, die Muslime heute sagen, Maulid al-Nabi ist gut. Was bedeutet hier al-Muslimun? Was al-Muslimun als gut sehen oder finden? Da sind die Sahaba, radhiyallahu alayhim. Das wird der meinte al-Ijma'a. Der meinte Konsens. Okay, dann sagen wir diesen Leuten, ihr sagt, die Muslime, wir sind auch Muslime, und wir sagen, al-Mawlid al-Nabawi ist eine Bid'a und das ist nicht gut. Das bedeutet, es gibt keinen Konsens hier. Aber in dieser Aussage von Ibn Mas'ud, er meinte die Sahaba, radhiyallahu alayhim. Er meinte die Sahaba. Und Imam Ahmed hat das überliefert, indem Ibn Mas'ud weiter gesagt hat, schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Herzen von den Dienern durchgeschaut und er hat gesehen, dass das beste Herz das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Dass das beste Herz das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn auserwählt, damit er die Botschaft trägt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala in den Herzen von Dienern durchgeschaut. Er hat gesehen, dass die besten Herzen die Sahaba, die Herzen von Sahaba sind. Dann hat er sie auserwählt, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Subhanallah. Dann sagte Ibn Mas'ud, dann hat Allah sie als Minister für den Propheten sallallahu alaihi wasallam bestellt. Und sie haben ihn verteidigt. Wenn die Muslime etwas Gutes finden, dann ist das gut. Und wenn sie etwas schlecht erklären, dann ist es schlecht. Wer sind damit hier gemeint? Die Sahaba, radhiyallahu alayhim. Nicht jeder. Und das geht um Ijma'. Die Sahaba haben das bestätigt, dass man zum Beispiel Hijra, das Kalender, mit der Auswanderung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anfängt. Die haben akzeptiert, was Umar gemacht hat bezüglich Staatsorgane. Die haben Al-Mushaf, Koran, gesammelt. Die haben das bestätigt. Das ist gut. Wenn sie das sagen, das ist gut dann. Das ist kein Bid'ah. Aber die Sahaba, als sie die Leute gesehen haben in Kreisen, und einer wirft den Stein, 100 Mal, subhanallah, die haben gesagt, das ist schlecht. Ihr macht eine Bid'ah. Und als Sahaba haben Al-Khawarij nicht akzeptiert. Und als Sahaba haben Al-Rafida nicht akzeptiert, die in Ali übertrieben haben. Und die haben gesagt, Ali wäre Gott. Ali ibn Abi Talib selber hat gesagt, Inni lamma ra'aytu al-amra sara munkara ajjajtu nari wa da'utu qumbura. Diese Leute, das war Abdullah bin Saba, der war ein Jude, Heuchler, der hat die Schia gegründet. Dieser Abdullah bin Saba hat gesagt, Ali ist Gott. Ali, als das hörte,
der hat die Leute geholt und der hat sie verbrannt. Dann ist Abdullah ibn Saba geflohen und er hat gesagt, jetzt bin ich sicher, Ali ist Gott. Weil derjenige, der mit Feuer bestraft, ist nur der Herr von Feuer und das ist Ali. A'udhu Billah. Die Sahaba haben das abgelehnt. Deshalb, barakallahu fikum, dies auch kann man nicht als Beweis nehmen, weil das um Sahaba geht erstmal. Zweitens, das geht um Ijma'. Drittens, die Muslime, große Gelehrten des Islam, die sagen, Geburtstag von Propheten Bid'a ist und das ist schlecht und nicht gut. Drittens, barakallahu fikum, die sagen, ja, schaut mal in der Geschichte des Islam, viele Gelehrten haben das gefeiert und viele Leute heute feiern Geburtstag. Ist das ein Beweis, viele Leute? Das ist kein Beweis, wenn man sagt, viele Leute. Wenn man sagt, viele Leute, ist kein Beweis. Beweis dafür, sind die meisten Leute auf dieser Erde Muslime? Nein, die meisten sind nicht. Das heißt, wenn die Mehrheit Recht hat, dann hätten die Nicht-Muslime Recht und wir Muslime haben kein Recht. Aber man kann nicht sagen, sagen wir ja, wir reden über Muslime. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, subhanahu wa ta'ala im Koran, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Wenn du auch versuchst, wenn du dich bemühst, dann werden nicht alle oder die meisten Leute Muslimin in diesem Zusammenhang. So, barakallahu fikum, die Handlung von den Leuten, wenn sie auch viele sind, das ist kein Beweis. Sowieso sagt der Prophet Muhammad s.a.w., لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَهِ. Meine Umma wird nicht zusammenkommen auf ein Dalala. Und wir wissen, dass Geburtstag feiern vom Propheten 700 Jahre nach dem Islam angefangen war. Oder nach der Auswanderung vom Propheten. 700 Jahre. Das heißt, was waren mit diesen 700 Jahre Ulama und Muslime, die keinen Geburtstag gefeiert haben? Dann sagen sie, ja, unsere Mashaikh sagen das, unsere Gelehrten. Es gibt einen in Syrien, der ist sozusagen Imam bekannt, ja. Der ging auf Minbar. Der hat gesagt, diese Wahhabiten, natürlich heutzutage, wenn du die Sunna praktizierst, dann bist du automatisch Wahhabi abgestempelt. Diese Wahhabiten, die behaupten, es gebe, subhanallah. Diese Wahhabiten behaupten, es gebe keinen Geburtstag. Und die behaupten, es gibt keine Beweise. Aber heute werde ich euch den Beweis bringen. So sagt dieser große Schirt. Ja? Der sagt, mein Vater hat mir erzählt, dass sein Vater ihm erzählt hat, dass unser Großvater im Traum gesehen hat. Der Prophet kam zu ihm, der hat ihm gesagt, feiere meinen Geburtstag. Beweis, oder? Der Großvater hat geträumt. Aber ich habe geträumt, dass der Großvater gelogen hat. Gegen Beweis. Und mein Großvater war großer. Möge Allah uns bewahren. Ich weiß nicht, ich meine, und diese Leute, die saßen, ja, die sagen, La ilaha illallah. Die sind froh, endlich Beweis. La haula wa la quwwata illa billah. Deshalb, barakallahu fikum, man darf nicht sagen, mein Sheikh sagt und mein Sheikh sagt. Subhanallah. Da aufpassen. Imam Shafi'i sagte, es ist Ijma' bei den Muslimin. Wenn die Sunna vom Propheten klar geworden ist, man darf die Sunna nicht verlassen und was anderes nehmen. Und Sheikh al-Islam sagte, man darf keine Person verlassen.